Na dann, liebes Tagebuch. 27.03.2000. Mit der Unterstützung von Massimo habe ich nun endlich die ausreichenden Mittel, um meine Forschung zu intensivieren. Und die ersten Erfolge stellten sich bereits ein. Apropos Massimo. Endlich jemand, der an mich und meine Arbeit glaubt. Er ist nicht wie diese Idioten in Paris. Er hat dieselben Visionen wie ich. Ja, Vision. Ja, das glaube ich schon. 22.04.2000. Ich habe einige Unterlagen gefunden, über 50 Jahre alt. Ein Wissenschaftler erklärte darin seine Theorie. Nehmen Sie die Wellen unserer Radiosender. Sie sind auf den Straßen, in unseren Wohnungen, überall um uns herum. Doch wir sehen und wir fühlen sie nicht. Erst wenn wir ein Radio einschalten und die richtige Frequenz einstellen, hören wir plötzlich, dass da Nachrichtensendungen oder Orchesterstücke sind. In gleicher Weise wird es möglich sein, Gedanken unbemerkt in das menschliche Gehirn zu bringen. Man muss nur die richtige Frequenz finden. Was? Oh, okay. 23.12.2000. Meine anfängliche Euphorie in etwas ist etwas gedämpft. Unser Schwerpunkt liegt immer noch auf der Grundlagenforschung. Dabei wollte ich schon viel weiter sein. 5.8.2001. Immer noch keine konkreten Ergebnisse in Sicht. Aber zum Glück bleibt Massimo ruhig und fördert das Projekt weiter. Er wird es nicht bereuen. 14.12.2001. In den letzten Wochen zeigten unsere Versuche, dass der Energieemitter fehlerfrei funktioniert. Mir ist zwar bewusst, dass wir noch lange nicht am Ziel sind, aber eine Etappe ist nun geschafft. 2.2.2002. Massimo hat heute die Anlage zum ersten Mal besucht. Er ist sichtlich beeindruckt von unseren Ergebnissen und sichert weitere Mittel zu. 20.10.2002. Heute sind die ersten erfolgreichen Testreihen beendet worden. Zwar zeigten die Versuchstiere nur leichte, reflexartige Motorikstörungen, aber damit ist der Anfang gemacht. 8.03.2003. Wir kommen nicht voran. Es gelingt uns einfach nicht, den entscheidenden Schritt nach vorn zu machen. An eine kontrollierte Beeinflussung der Versuchstiere ist nicht zu denken. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. 25.06.2003. Es sind die Strahlenfelder. Es müssen einfach die Felder sein. Sie sind vermutlich nicht konstant genug, um eine gezielte Beeinflussung der Gehirnwellen bei Probanden zu erzielen. Und vielleicht fehlt noch irgendwas. Aber es sind bestimmt die Strahlenfelder. 5.8.2003. War das das Ende? Massimo hat mich von meinen Forschungen abgezogen und mich zurück nach Europa geschickt. Er hat mir zwar versichert, dass ich schnellstmöglich mit neuer Technik zurückkehren soll, aber ich befürchte, dass er kalte Füße bekommt. 2.3.2005. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, aber gestern haben wir die Arbeit endlich wieder aufgenommen. Massimo konnte von einem ehemaligen KGB-Mann Informationen über die Forschungsarbeiten im Tunguska-Gebiet kaufen. Und meine Auswertung dieser Unterlagen hat ihn überzeugt. Die Russen arbeiten offenbar mit Bruchstücken von diesem undefinierbaren Ding, das 1908 dort explodiert ist. Das Erstaunliche, sie konnten damit bei den Versuchstieren deutlich schwerwiegendere und konstantere Verhaltensänderungen feststellen, als ich in meinen Versuchen. Das klingt ja nicht so gut. 8.3.2005. Wenn die Berichte aus Russland tatsächlich der Wahrheit entsprechen, könnten unsere Probleme bald gelöst sein. Mit diesen Bruchstücken müsste es möglich sein, extrem konstante und störungsfreie Strahlenfelder zu erzeugen. Wenn das tatsächlich so ist, könnte dies die Lösung unseres Problems bedeuten. Wir müssen dringend ein solches Artefakt in unsere Hände bekommen. 25.03.2005. Enttäuschende Nachrichten von Massimo. Der russische Informant hat bestätigt, dass die Russen nur noch über eines der Artefakte verfügen. Die anderen beiden Bruchstücke wurden ihnen angeblich schon in den 70er Jahren von irgendeiner Sekte gestohlen. Ich vermute eher, dass die CIA dahinter steckt. 8.06.2005. Der Umbau der Anlage ist nun komplett abgeschlossen. Entschuldigung. Mit den neuen Möglichkeiten bin ich optimistisch, dass eine suggestive Beeinflussung des menschlichen Gehirns gelingen kann. Wenn wir doch nur ein solches außerirdisches Artefakt hätten. 25.08.2005. Im Zusammenhang mit den Informationen, die uns der russische Informant verkauft hat, bin ich auf einen interessanten Fall gestoßen. Ein junger kubanischer Wissenschaftler, Manuel Perez, soll 1977 bei einer Expedition in die Tunguska-Region dabei gewesen sein. Seitdem leidet er offenbar unter extremen Bewusstseins- und Verhaltensstörungen. Da in dieser Region bereits damals Experimente mit diesem Artefakt gemacht wurden, könnte durchaus ein Zusammenhang bestehen. Ich sollte mich einmal intensiver mit diesem Perez beschäftigen.
22.08.2006. Massimo ist ein Genie. Er hat in Berlin einen Wissenschaftler gefunden, der sich viele Jahre mit der Untersuchung von diesen seltsamen Artefakten beschäftigt hat. Massimo ist sich sicher, dass wir bei ihm das benötigte Stück finden. 28.08.2006. Der alte Wissenschaftler ist spurlos verschwunden. Irgendjemand scheint ihn vor unserer Nase entführt zu haben. Jemand, dessen Ziele mit den unsrigen identisch sind. Aber Massimo hat einen neuen Plan. Er will die Tochter des Wissenschaftlers benutzen, um an unsere Ziele zu kommen. Um an unser Ziel zu kommen. Klingt etwas verwegen, könnte aber durchaus klappen. Es hat ja geklappt. Da gibt nichts Neues, okay. Was ist denn, eine Eule? So, Pinguin, was hast du gesagt? Der Pinguin scheint auf irgendwas zu sitzen. Wahrscheinlich brütet er gerade. Das mag sein. So, und geht jetzt... Wow, ein alter Walfänger, komplett vom Eis eingeschlossen. Wie lange der wohl hier schon liegt? Oh ja, komplett eingeschlossen, Halleluja. Scheint so, als sei hier mal ein Loch im Eis gewesen. Mittlerweile ist es aber wieder fast vollständig zugefroren. Hm, hier eine Schaufel. Ach nee, okay. Mit dem Feuer... Achso, das ist ja leer, stimmt, da war ja was. Ja, kann ich mit dem Pümpel vielleicht? Nein, kann ich auch nicht. Ein Fass, was ist denn in dem Fass drin? Da ist Waltran drin. Früher hat man den auch als Lampenöl und Schmierfett benutzt. Aha. Okay, kann ich das vielleicht auch? Nein. Schaufeln kann ich auch nicht. Okay, wir haben einen Fass mit Waltran. Oder haben wir auch noch was? Eine Jacke. Oh. Jacke. Die Jacke ist völlig steif gefroren. Aber in der Seitentasche scheint noch was zu sein. Nämlich? Ein Flachmann. Wodka wird wohl kaum welcher drin sein. Aber bei der Kälte würde ich mich auch mit Whisky zufrieden geben. Wenn ich nur diesen verdammten Korken aus der Flasche kriegen würde. Da ist... Ja, hier, damit vielleicht. Nein, okay. Was haben wir denn hier noch? Eine Harpune. Eine stationäre Harpune. Die Dinger haben eine enorme Durchschlagskraft und eine relativ große Reichweite. Worauf soll ich denn schießen? So richtig viele potenzielle Ziele habe ich hier irgendwie noch nicht entdecken können. Stimmt, die sind ja hauptsächlich drin. Tja, schade. Okay, gehen wir erstmal wieder rein. Wir haben ja jede Menge Kram gefunden. Ja. Ja, jetzt haben wir einen Eimer. Ja. Was ist denn das? Salz. Salz. Kommt wohl aus dem Sack da oben. War das vorher auch schon da? Ich müsste häufiger das Leerzeichen benutzen. Also das ist ja echt schlimm. Kann ich das Salz hier salzen? Nein. Kann ich das Salz überhaupt mitnehmen? Das bisschen reicht gerade mal für ein Frühstücksei. Dann hol dir doch ein Frühstücksei, Mensch. Ah. Okay. Hat also trotzdem nichts gebracht, ob ich es gesehen hatte. So, Metallspitzen. So, hier wollte ich doch noch irgendwie... Die Brutkasten wollte ich doch noch irgendwie ran. Ach so, warte mal, hier soll... Das Amulett stellt in etwas abstrakter Art und Weise... Ja, da ist ein Diamant oben drin, richtig. Damit kann ich doch bestimmt Glas schneiden. Sag doch mal. Ne? Komm hier, schneiden. In Krimis sieht das immer so einfach aus. Pümpel auf Glasscheibe, diese mit Diamant angeschnitten und... Es ist tatsächlich so einfach. Tada. Jetzt haben wir ein seltsames Ei. Keine Ahnung, von was für einem Tier das ist. Für ein Hühnerei ist es eigentlich zu groß. Aber wer weiß, was die hier in der Station machen. Denen traue ich alles zu. Jetzt habe ich ein Ei. Leer. Toll, das hilft mir ja noch weniger weiter. Was mache ich jetzt mit einem Ei? Ja. Kann ich den Pinguin vielleicht geben? Achso, warte mal. Kriege ich damit vielleicht den Korken auf? Aha. Habe ich jetzt... Wo ist denn die Flasche? Ach so. Ich habe sie erst hier hingestellt. So, stilvoll entkorkt. Echt? Cool. Jetzt habe ich einen Korken. Und einen Flachmann. Leer. Alle Mühe war wieder mal vergebens. Vielleicht kann ich da aber wenigstens Waltran reinfüllen. Versuchen wir es doch gleich mal. Ich habe ein Ei vielleicht für den Pinguin und etwas, wo ich Waltran einfüllen kann. Probieren wir doch erstmal die Waltran-Geschichte. Okay, Waltran-Geschichte funktioniert nicht.
Das ist sehr schön und dem kann ich das Ei bestimmt geben. Nee, geht auch nicht. Ja, ich muss irgendwie den Fahrstuhl runterkriegen. Ja, super. Habe ich eigentlich die Angel noch? Ja. Versuchen wir doch nochmal was zu angeln. Na, na, was kriegen wir jetzt? Ich muss hier öfter angeln. Was ist das denn? Ein Wäscheball. Frottibettwäsche. Ein ganzer Stapel. Was auch immer ich damit anfangen soll. Gut, ich angel aber nochmal. Man weiß ja nie. Die anderen Sachen auf der Plattform sind zu schwer, um sie mit der Angel nach oben ziehen zu können. Ja, toll. Ach so, kann ich das Ei da reinlegen? Nee. Ich könnte sagen, wäre ein tolles Nest, aber... Jetzt habe ich so ein... Ja, keine Ahnung, was soll ich jetzt damit machen? Ist auch so scheiße kalt hier draußen. Hier, Pinguin, willst du nicht was haben, wo du auf deinen Arsch setzen kannst? Ist viel besser. Ja. Tja, ja, ja. Kann ich das vielleicht da drauf schrauben? Das da drauf schrauben? Kann ich das vielleicht... Achso. Mit bloßen Händen werde ich das Loch bestimmt nicht wieder aufbekommen. Ja, das hatten wir ja schon. So, ein Eimer Waltran will sie ja nicht mitnehmen. Will sie vielleicht ein Eimer Eisloch? Nee, ein Eimer Eisloch will sie auch nicht mitnehmen. So, eigentlich ist es eine tolle Schaufel, aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Schaufel gebrauchen kann. Vielleicht kann ich damit das Salz schaufeln. Was soll ich überhaupt mit der blöden Tagebuchseite hier? Ein hohles Rohr, auf dem ein... Vorsicht! Ach, ein hohles Rohr. Ah, warte mal. Ich pack das hier in die Bohrmaschine. Schade, ich wollte eine Flöte draus bauen. Na gut, okay. Wohl nicht. Kann ich die Metallplatte eigentlich wieder mitnehmen? Vielleicht kann ich die... Oh ja, warte mal. Kann ich die vielleicht auf den Dings schmeißen? Das scheint zu gehen. Die Plattform wackelt ein bisschen hin und her, aber sie hält. Vielleicht jetzt noch den Wäscheballen wieder zurück? Die Plattform wackelt ein bisschen. Ich kann ja schlecht alles hier runterschmeißen. Hier, spring doch! Spring selber! Mit den Eimer? Nee. Holen wir uns den Wäscheballen wieder hoch. Die Metallplatte kriege ich wahrscheinlich nicht mehr hoch. Gehe ich mal stark von aus. Kann ich den vielleicht irgendwie schwerer machen? Ich könnte ihn ja vielleicht vereisen, aber das geht ja auch nicht. Also dachte ich zumindest. Also hier kann ich ja so gut wie gar nichts mehr machen, ne? Nö. Kann ich noch die Wanne? Ja, ist eine schöne Wanne. Warte mal, kann ich vielleicht den Korken in den Abfluss stecken? Hui! Passt sogar halbwegs in den Abfluss. Da dürfte jetzt nichts mehr durchkommen. Ja, bringt ja nichts. Ich meine, Wasser kann ich ja eh nicht auf. Da kommt kein Wasser raus. Ja, aber zumindest bin ich einen Korken losgeworden. Ist auch was. Ja, aber was mache ich denn jetzt mit dem... Mit dem hier? Schraubstocken kann ich es auch nicht. Vielleicht kann ich das Schild darunter... Ach, das ist doch hohl. Das wird doch nichts wiegen. Sag ich doch. Kann ich vielleicht hier unten noch irgendwie was machen, vielleicht? Keine Ahnung, wozu der gut ist. Tja, das weiß ich im Augenblick auch noch nicht. Tja... Also
Hier ist jetzt auch nichts mehr. Nicht, dass ich wieder irgendwas übersehe, weil ich dich gedrückt habe. Moment. So, hier hatte ich jetzt auch gedrückt, genau. Aber hier hatte ich, glaube ich, noch nicht gedrückt. Naja, gut. Das hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Okay. Es wird ein zweiter Sprengkörper, wird wahrscheinlich nicht drin sein. Kann ich den vielleicht hier irgendwie... Schneeraupe. Hier, komm, Schneeraupe, kriegst eine Schaufel. Tja, also hier... Damit kriege ich ja auf jeden Fall das Eis nicht auf. Ich denke, dafür brauche ich Salz, aber... Woher nehmen und nicht stehlen? Ist hier noch irgendwas? Ein Abgrund? Da geht es so tief runter, ich kann den Boden nicht einmal erahnen. Vielleicht könnte ich ja die Leiche... Also die Leiche kann ich auch schon gar nicht mehr anwählen. Ich habe hier noch einen Pinguin. Kann ich dich vielleicht mit dem Schild... Nö. Kann ich vielleicht irgendwas silikutieren? Das erste Mal einen Punkt gekommen, wo ich wirklich... Die Plattform hängt zu hoch. Ja, das weiß ich doch, aber... Wenn ich was runterschmeiße, dann ist es ja auch gut, aber das hilft nichts. Das kann ich jetzt mehr... Oder vielleicht nochmal. Die Plattform wackelt ein bisschen hin und her, aber sie hält. Komm, nehmen wir erstmal nochmal wieder hoch. Ja, das hilft also auch nicht. Wir haben einen Eimer. Ich schätze mal, in dem Eimer könnte ich vielleicht Salz sammeln, wenn ich da mal irgendwie rankommen würde. Das Amulett haben wir noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Benzin muss ich irgendwie nachfüllen, aber... Vielleicht kann ich irgendwas mit dem Schraubstock noch machen. Vielleicht mit Ferdi Flachmann? Nee. Nee. Pümpel in den Schraubstock. Oder vielleicht in die Bohrmaschine. Könnte ich das Ei aufbohren? Nee. Feuerzeug vielleicht. Ich könnte mit dem Diamanten die Glasscheibe zerschneiden. Ja, hast du aber auch schon getan. Also ist es nicht mehr ganz so wichtig. Tja, irgendwie... Kann ich hier was rausangeln? Nee. Tja. Kann man ein Loch in den Eimer machen. Das wäre sehr unpraktisch, aber man hätte es ja, hätte ja klappen können. So, einen Hinweis darauf hätte ich jetzt noch nicht. Was kann ich denn noch alles runterschmeißen? Ich habe nicht so viel, was sich lohnen würde, da runter zu schmeißen. Ja, gut, das kann ich ja, aber das hilft nichts. Ja. Tja, tja, ja. Das bisschen reicht gerade mal für ein... Ist doch egal, nimm's doch mit. Ach so. Okay, schade, ich dachte jetzt... Ah, Frühstücksei, ja. Kann ich es vielleicht trotzdem mitnehmen? Nee. Kann ich es das? Geht auch nicht. Menno! Ja, komm. Schneideisen wir mal. Tja. Aber warum ist der Fahrstuhl nicht hier? Das finde ich auch doof.